Ja, willkommen zurück. Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde, die gute Kampagne, wir sind quasi am Ende. Wir werden jetzt vor die Tore, für das Schwarze Tor ziehen. Und was gibt's denn für Armeen? Wir haben 60 böse Menschen von Rune, 200 Orks, 10 Trolle. Kann, die in der Mitte kann ich nicht so richtig anwählen. Nochmal 200 Orks, 10 Trolle. Vielleicht sind es auch einfach zweimal das gleiche. Schwarze Tor, gewinne die Kampagne. Wo läuft er denn hin? Das haben wir schon festgestellt, diese Markierung muss immer in die Mitte oder in den festgelegten Punkt von jedem Land laufen. Da kommen manchmal ganz lustige Wege bei rum. Das schwarze Tor Mordors hält alle Feinde des dunklen Herrschers aus Mordor fern. Okay. Wir wollen ja auch gar nicht rein eigentlich. Wir wollen nur die 1000 Orks, die da drin rumhängen, töten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt beide Völker sind. Ja, es sieht schon mal nicht so cool aus. Aber wir haben auch ein ganz schön großes Heer hier laut dem Video. Man müsste die Orks da oben ab, die Trolle da oben abschießen. Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern, denn heute kämpfen wir. Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde, sage ich... Für Gondor! Ich sag's jetzt einfach. Ja, wir können gerade noch nicht mehr machen. Die Rohirrims kommen in 18 Minuten raus. Was haben wir denn? Locke, die Armee, damit Frodo seine Reise zum Schicksalsberg fortsetzen kann, überleben sie die erste Angriffswelle. Bonus, sorgen sie dafür, dass alle Helden in der Schlacht überleben. Na, das weiß ich noch nicht. Aber es kann natürlich sein, dass unsere Armee jetzt einfach wirklich so krass ist, dass hier gar nichts mehr schief geht. Zack. Ja, guck mal hier, was die Gas geben. Gimli, du kannst schon mal nach vorne gehen noch. Guck dir das mal an. Richtige Noobs. Und jetzt? Warte ich jetzt? Ich könnte reinrennen. Es ist wahrscheinlich nicht die Taktik, die man fahren sollte. Aber weißt du was? Mary? Pippin? Kann man das hier einnehmen? Überlebe die zweite Angriffswelle. Okay. Warte, wir speichern mal. Vielleicht schaffen wir es ja, dass alle überleben. Das schwarze Tor. Wäre cool, wenn wir alles schaffen. Und hier der eine gute Pippin ist jetzt auch nicht mehr so das Ding. Da kommt die zweite Welle schon langsam. Weiß auch nicht, eigentlich müssen noch ein paar Nazgûl übrig sein, oder? Wir haben noch keine neuen Stück getötet. Ich vermute mal, wir haben so vier, fünf getötet. Also es könnten schon noch deutlich welche übrig sein. Ritterschild-Upgrade. Zack. Das wegen mir. Werkstatt. Ein Steinbruch. Zack. 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 Unsere Truppen werden angegriffen. What?
Guck mal, da sind... Tja. Das war's mit den Nazgul. Okay, die Armee ist halt komplett übertrieben OP. Die haben wir halt zu krass gepusht. Die können ja wirklich gar nichts mehr machen. Zack, zack. Also das ist das Auge, das ist kein Nazgul. Zack. Zack. Kampfturm und Bogenschützen. Erhöht die Fernschaffen deiner Defense-Gebäude. Bauen wir einfach. Warum nicht? Wir müssen zusammenbleiben. So, Gandalf macht jetzt mal den Boss-Move. Alter, das war das halbe Heer. Oh Gott. Schon eigentlich nicht mehr lustig. Ja. Jetzt warten wir auf die zweite Welle, würde ich sagen. Ja, haben wir das jetzt eigentlich auf unseren Dingern drauf? Das sieht man nicht. Keine Ahnung. Wir könnten noch einen Katapult bauen. Überlebe die dritte Welle. Mal, wer ist er denn? Er läuft einfach. Ach, guck mal, nee, seine Truppen sind einfach nur sehr weit zurück. Ich dachte, er läuft einfach alleine. Ist eine Ein-Mann-Armee. Die kommen auch teilweise so nah dran, dass sie schon komplett aufgefrühstückt sind, bevor sie überhaupt einen Schuss gemacht haben. Oh. Hallo. Müssen wir mal ein bisschen aufteilen hier. Anscheinend. Wollen nämlich unser Lager zerstören. Okay, ihr dahin. Ihr dahin und ihr bleibt in der Mitte. Guck mal, da kommt Waage. Weiß nicht, ob die auf unsere Armee zukommt oder auf unsere Nachbaugebäude. Okay, auf unseren Stützpunkt. Der erste ist schon tot. Da brauche ich nicht groß was machen. Das passt schon, die können sich selbst verteidigen, die Türme. Oh, guck mal, einer kommt auf uns zu. So, da kommt die nächste Welle, würde ich sagen. Da kann ich es nicht spawnen. Rohirrim! Mal, die können wir nochmal umreiten. Einfach damit wir sie auch benutzt haben. Guck mal, die können noch mitspielen. Rums, rums. Ja, gegen die Feuerarmbrustschützen auf Level 10 sind die schon hart unterlegen. Naja. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte mir angucken. Das ist die dritte Welle, okay. Greift die auch noch an?
Ja, wir warten einfach. Ich meine, irgendwann kommen ja noch unsere Rohirrim-Freunde. Wenn nicht, spawnen wir direkt die Armee der Toten auf denen, würde ich sagen. Oh. Hier speichern wir doch nochmal, weil die können so einen Helden mal ganz schnell ausschalten. Jetzt in der letzten Mission einen Held zu verlieren, wäre ja schon doof. Die sollen ja schon alle mitkriegen, wie Mittelerde gerettet wird. Kriegen wir hin. Gimli. Guck mal, er kann wieder seinen Boss-Move machen. Und. Oh, jetzt hat Gandalf doch zerrissen. Naja, egal. Nicht so schlimm. Das ist wahrscheinlich jetzt aber gescheitert, hä? Oh ne, wir können die nachbauen einfach. Scheint okay zu sein für ihn. Mal schauen, was wir hier an Heilen hinkriegen. Das ist unsere Zeit. Die Orks kommen. Ah ne, wir können eigentlich. 3 reicht, glaube ich, um ein Level aufzusteigen. Sollte. Überlebe die vierte Welle. Und Gandalf kommt ja auch noch vorbei. Bogenschützen! Bereit! Noch einer! Sammelt eure ganze Sternschützen sind bereit! Zack. Okay. Zack. Gimli. Bester Mann. Was scheint, jetzt bräuchten wir noch eins. Schön auf Level 2. Aber wir können auch Level 2 upgraden. Jetzt kommen die Haradrin. Von wo? Auch von vorne? Ah ja. Auch von vorne. Noch 5 Minuten. Dann kriegen wir noch Verstärkung. Zack, zack. Wir können ja Armee der Toten gar nicht spawnen. Das ist mehr Zeit. Okay. Feuerpfeile. So, auf den da. Okay, da drauf bitte. Ah, diese werden gut weggemacht.
Eilen. Okay. Ein paar Waldläufer. Ups. Da greifen noch welche an. Ups. Guck mal, wir haben unser Maximum erreicht. Cool. Zack. Okay. Wir sind wieder einigermaßen auf Kurs, Leute. Wir jetzt auf die nächste Runde warten. Guck mal, jetzt können wir auch das Heer der Toten. Das Heer der Toten spawnen. Ist das jetzt die letzte Runde? Die vierte Welle? Nö. Also steht nicht. Vielleicht ist es die vierte Welle, aber es steht nicht da. Boah. Trolle Level 10 ist natürlich. Also auch noch die. Das sind diese Sporttrolle, nenne ich es mal. Das ist schon eine heftige Nummer. Aber die Adler können wir auch gleich bauen. Aber die Rohirrim sind auch noch gleich da. Es knackt hier für alles an dem Tor. Das finde ich aber sehr schön gemacht. Also das sieht wirklich sehr, sehr originalgetreu nach Film aus, sage ich mal. Das haben sie gut gemacht. Im Spiel hier. Zack. Ja. Was erzähle ich mal, was wir noch so machen? Also, wir werden hiernach bestimmt auch nochmal irgendwann die böse Kampagne spielen, aber nicht direkt im Anschluss. Ich spiele ja noch Anno 1602, habe ich gerade parallel am Laufen, und Age of Mythology, da werde ich auch noch weiterspielen, da habe ich nur die Originalkampagne, sage ich mal, durchgespielt. Da gibt es ja noch 3-4 andere. Da werde ich noch weitermachen. Hier werde ich natürlich auch noch spielen. Also die böse Kampagne dementsprechend werde ich noch auf jeden Fall auch noch machen. Mal schauen, was es da noch so gibt. Also Stronghold Crusader wird, glaube ich, das nächste sein, womit ich anfangen werde. Da habe ich ja die originalen 50 Kreuzzüge, nenne ich es auch mal wieder, gespielt. Da interessiert es mich brennend. Es gibt ja noch 30 zusätzliche Kampagnen. Und nicht nur, dass ich die nie gespielt habe, ich habe auch noch nie gegen die zusätzlichen Gegner gespielt, die es da gibt. Das interessiert mich brennend, das hab ich richtig Bock drauf. Das wird auf jeden Fall das sein, was ich hier nach Herr der Ringe anfangen werde. Aber keine Sorge, ich werde die böse Kampagne definitiv auch noch spielen. Hier kommen andauernd noch irgendwie... Verteidige dein Lager, koste es, was es wolle. Okay, das ist die letzte Schlacht. Ja, also mit dem Heer der Toten hier ist das jetzt a walk in the park, würde ich sagen. Zack. War's das? Na, guck mal, da kommen noch mehr. Und die Nazgul kommen. Okay, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Nazgul. Ja,
Okay, die konnte ich noch holen. Die kann ich noch holen. Ohiri mal ein bisschen hier reinleiten lassen. Lenken auch noch richtig gut ab. So, rein da mit euch. Ups. Okay, hier kommen immer noch Soldaten. Frodo erreicht den Schicksalsberg in 3,5 Minuten. Sehr schön. Komm, auf den. Zack. Jetzt kriegen wir auch die Trolle weg. Oh, den einen habe ich noch erwischt. Sehr schön. Die stehen da auch sehr gut, dass die auf die Trolle schon mal geschossen werden kann, bevor die unsere Hauptarmee treffen. Ja, die halten auch richtig lange durch. Die meisten Trolle sind ja platt. Macht sie fertig. Haben wir noch irgendwelche Olifanten? Ja, es sind ja alles nur Orks, die hier auch mehr oder weniger in Reihe und Glied angreifen. Müssen wir im Halbkreis aufstellen vielleicht? Das ist Sparta! Das macht mir richtig Spaß. Das ist so komplett übertrieben zu stark, die Attacke. Ich kann ja auch noch ein paar Altbrecher spawnen. Also kleine... unsere kleine Privatarmee davon. So. Aragorn, Boromir. Ja, die haben nochmal echt gut reingehauen. Alter. Dreißig Sekunden noch, Leute. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Auch ohne die Rohirrim. Die braucht nicht noch kommen. Meine. Ja, die können auch zu Hause bleiben. Guckt sie euch mal an. So. Ich hoffe, dass die Musik nicht irgendwie rechtlich geschützt ist. Sonst hören wir dieses ganze epische Ende hier gar nicht. Die Musik könnte geschützt sein, deswegen werde ich jetzt einfach mal darüber reden. Das ist nämlich sonst doof. Sonst habe ich die Musik ja ausgestellt, gerade deswegen. Aber wahrscheinlich klappt das schon. Wahrscheinlich ist es relativ. Es war ja auch relativ kurz, der Einspieler. Sehr schön. Ja gut, hier ist natürlich keiner aufgestiegen. Klasse, Sieg. Nicht Sieg gesamt, nur Sieg. Ja, Gondor MVP hat's geschafft. Da hatte der andere nicht schon über 900? Ist der komplett gestorben?
Schade, schade. Kampagne gesamt. Gesamtsieg. 2 Millionen Punkte. Könnt ihr mir mal drunter schreiben, was ihr so hattet? Keine Ahnung, ob das jetzt viel ist. Man hätte bestimmt noch mehr machen können. Also, ich habe ja nicht komplett nur auf Punkte gespielt. Aber ja, das scheint das Ende zu sein. Hier kommt bestimmt jetzt eigentlich epische Musik. Aber wir haben es durchgeschafft. Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde, die gute Kampagne. Wie gesagt, böse wird kommen. Irgendwann, aber ich will jetzt erstmal noch ein bisschen Stronghold spielen, noch ein bisschen Anno spielen. Wir haben ja Zeit. Vielleicht melde ich auch mal so Zwischensänge machen. Ich habe ja bis jetzt immer nur die Kampagne gespielt. Vielleicht mache ich mal freie Spiele auch. So als Zwischen-Special nenne ich es jetzt mal. Wie gesagt, haltet einfach Ausschau, abonniert. Hier steht jetzt bestimmt auch das Abonniert-Ding, weil das die letzten 10 Sekunden sind von dem Video. Also abonniert das Ganze, schaut euch die anderen Playlists an. Ja, und bis bald.